Servus, lieber Mike. Grüße, liebe Zuschauer. Ich grüße dich ganz herzlich, Thomas, und ich grüße auch das Publikum. Unsere zweite Ausgabe des Formats Salongespräch Light. Da werden wir heute ein zwar nicht ganz kurzes, neunminütiges Video, ein wunderbarer Zusammenschnitt aus Facebook, nur Verlautbarungen der offiziellen Clowns, der offiziellen Vertreter, Drosten, Lauterbach und so weiter. Wollen wir noch vorher was dazu sagen? Weil es ist so absurd. Ja, also ich kann da gerne noch was vorher sagen. Erstmal nochmal, dass wir in dem Zusammenhang, was das Video betrifft, hier Ausschnitte haben aus dem Mainstream. Es sind also keine separaten, fingierten Geschichten, ja, weil wir sind ja hier in dem Salongespräch Light darauf aus, Zuschauer zu erreichen, die sich hauptsächlich im Mainstream informieren, was natürlich jedem Menschen sein gutes Recht ist. Und wir versuchen hier einfach mal aufzuzeigen, dass selbst aus dem Mainstream sehr viel gesagt wird, was in den sogenannten alternativen Medien vom Mainstream dann behauptet wird, das sei Verschwörungstheorie. So dass wir also gar nicht die alternativen Medien hier in Betracht ziehen, sondern rein aus dem alltäglichen Mainstream heraus aufzeigen wollen, was hier passiert. Mhm. Und ein wesentlicher Kern dessen, warum wir diese Gespräche hier führen, ist auch darauf einzugehen, warum eigentlich diese Maßnahmen so restriktiv durchgeführt werden, wobei eine gesamte Wirtschaft runtergefahren wird und Existenzen dabei vernichtet. Dabei ist zu erwähnen, dass ich gerade aus dem Mainstream erfahren habe, dass jetzt die Insolvenzverschleppung, man kann das so bezeichnen, sich laut der Politik weiter nach hinten verzögert zum 31.10.2021. Das heißt also, wir wissen gar nicht offiziell, wie viele Unternehmen schon längst Zombie-Unternehmen sind, weil sie gar nicht mehr in der Wirtschaft tätig werden dürften, weil sie finanziell schon in der Insolvenz sind. Ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Einfach. Ja. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit ist aber die, dass es sich um sehr, sehr viele Unternehmen handelt, natürlich hauptsächlich auch aus dem Mittelstand, dass viele Unternehmer dann dementsprechend auch ihre Mitarbeiter nicht mehr im Betrieb halten können. Also wir sind hier in einer sehr signifikanten Situation, die zu überdenken ist und immer in Frage zu stellen ist, was ist der Schaden, der durch angebliche Schadensbegrenzung aber dann tatsächlich zustande tritt. Denn die Dinge, die wir hier erfahren, sind, dass die Sterblichkeit, die in den letzten Jahren tatsächlich in Statistiken aus dem Mainstream deutlich werden, nicht höher waren als in den Jahren zuvor, sondern eher sogar geringer. Und das nicht nur bezogen auf Deutschland, sondern weltweit. Das zeigt also auf, dass diese Pandemie, von der man hier spricht, nicht die Wirkung hat, von der man ausgegangen ist. Die man vorhergesagt hat auch, ja. Mhm. Genau. Wobei sich da auch die Widersprüche ja wieder zeigen, dass in der Anfangsphase es hieß, es ist keine großartige Gefahr. Es wird auch keine Einschränkungen geben, eine Woche vorm Lockdown letztes Jahr. Ja. Genau. Und das ist auch in diesem Video, was wir jetzt gleich mit einbinden, nochmal deutlich zu erkennen. Also die Widersprüche, die sich da geben, ins Verhältnis zu setzen zu dem, was jetzt tatsächlich draußen in der Welt geschieht. Das ist unser Ziel, dass jeder Mensch sich darüber Gedanken machen kann, um zu erkennen, dass die Politik nicht so verrückt sein kann, diese Maßnahmen zu ergreifen, um damit einen Lockdown zu erzeugen, der letztlich die Wirtschaft ruiniert. Also sollte sich jeder doch mal die Frage stellen, warum machen Sie das, wenn denn die Sterblichkeit nicht so hoch ist, die Gefahr also scheinbar nicht so hoch ist, wie man es uns vorher erklärt hat
und gleichzeitig dabei aber in Kauf nimmt, dass eine gesamte Wirtschaft in den Ruin geführt wird. Mit Ausnahme der absolut großen Konzerne, die davon so gut wie gar nicht betroffen sind, sondern im Gegenteil Riesengewinne einfahren. Also die Tech-Unternehmen, große Unternehmen, die... Pharma natürlich, die profitiert am meisten momentan. Ja. Pharma ganz vorne weg, aber auch große Handelsunternehmen, die über Versand arbeiten, die dann Rieseneinnahmen haben und die kleinen Unternehmen dadurch immer mehr wegdrücken. So, das... Bis dahin kann sich auch jeder seine eigenen Gedanken machen und ich würde sagen, lass uns mal... Ich wollte nur ganz kurz noch, weil 31.10. ist natürlich ein hochinteressantes Datum, das wurde auch schon befürchtet, dass es wird ja immer stückweise, ja, es ist ja nicht fies, nicht von Anfang an, 31.10.21, ich glaube einmal hieß es 1. Januar 21, dann immer weiter. Nur Hinterkopf bitte erinnern, im September, genauen Datum habe ich nicht, aber auf jeden Fall vor diesem 31.10. ist ja noch eine Bundestagswahl geplant. Ja? Und dann will man, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen oberflächlich betrachtet, verhindern, dass diese Horrorzahlen, ja, die dann irgendwann kommen werden von den Insolvenzen, möglichst nicht vor irgendwelchen Wahlen, ähnlich wie der Impfstoff, der nach den Wahlen dann gestoppt wurde, nach den Landtagswahlen. Sehr gut, dass du das erwähnst. Ja, hatte ich gar nicht jetzt auch in meiner Betrachtungsweise, aber macht natürlich Sinn. Für mich ist das der Sinn dahinter, dass es dahinter verschoben wurde. Aber auch da muss sich natürlich jeder selber Gedanken machen. Dann bitten wir euch um Aufmerksamkeit für diesen 9-minütigen Zusammenschnitt, der wirklich, ja... Wir haben wirklich vorhin kurz drüber geredet, das muss noch loswerden, es könnte auch in einer Fernseh-Sketch-Show laufen mit echten Figuren, aber nachgestellten Text, aber die Texte sind original, wirklich so gesagt. Ich glaube, so gute Sketch-Schreiber gibt es gar nicht. Ja, wirklich, das kannst du gar nicht erfinden. Ja. Bitteschön. Ich bin sehr, sehr weit von der praktischen Medizin weg. Kommen Sie nicht zu mir, wenn Sie krank sind. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen da helfen soll, ganz konkret. Wenn der Test, der PCR-Test, positiv ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann tatsächlich in Wirklichkeit gesund ist. Die Wahrscheinlichkeit ist verschwindend gering, null. Ne? Ich würde wirklich so weit gehen zu sagen, im Vergleich zu vielen anderen Tests, ist gleich null. Das heißt, wenn die Frau positiv gewesen ist, war sie infiziert. Es ist absolut sicher, dass PCR-Tests, wenn sie positiv sind, nichts, aber auch gar nichts über eine Infektion aussagen. Also wenn der Test positiv ist, dann habe ich das Virus, so simpel ist es. Wenn also jemand positiv getestet wird, dann kann das alles Mögliche bedeuten. Nur eins bedeutet es nicht, nämlich eine Infektion. Und die falsch positiven, weil das ja oft vorgetragen wird, der Test ist so gut, der wird so präzise gemacht, in der Regel mit zwei Tests in den Labors gemacht. Und wir machen das in Deutschland besonders gründlich. Es gibt keine große Zahl von Menschen, die in Wirklichkeit gar nicht positiv sind, gar nicht das Virus haben, wo der Test positiv ist. Trotzdem nochmal auf die Frage, wie hoch ist die Fehlerquote, muss man gar nicht gucken, sobald man weiß, dass er nicht dazu geeignet ist und nicht dafür vorgesehen ist, Infektionen festzustellen. Auf den meisten Beipackzetteln ist das auch so vermerkt, nicht für diagnostische Zwecke zugelassen oder in den USA und Kanada nicht licensed for. We won't get rid of masks anytime soon. So even while we start vaccinating, the population in largest parts will have to wear masks. You are asking for other measures, other interventions. It's wearing masks. There is clear scientific proof. So in contrast to spring, where actually we had used old scientific proof not based on coronavirus outbreaks in particular, we had to say there is low evidence for the use of masks. Können Sie Maske aufsetzen? Damit hält man das nicht auf. Also damit hält man das nicht auf? Können wir nochmal separat darüber reden, aber die technischen Daten dazu sind nicht gut für das Aufhalten mit der Maske. Now this has changed based on the very case of this virus and this pandemic. There is now evidence for the effectivity of mask use, where the concept is to avoid widespread virus transmission, to wait for deployment of a vaccine. We can expect to wear masks until end of 21, I would expect. Wir wissen nicht, ob nicht
die Verwendung von Alltagsmasken in großer Verbreitungsweite, ob das nicht dazu führt, dass im Durchschnitt die erhaltene Virusdosis in einer Infektion geringer ist und dass im Durchschnitt deshalb Krankheitsverlauf auch wenig schädlich sein könnte. Aber das ist eine reine Spekulation. Dazu gibt es keine wissenschaftlichen Belege. Und es gibt umgekehrt eben Länder, in denen man sagen kann, es wurde von Anfang an durchgängig Maske getragen. Dazu gehören sehr viele asiatische Länder. Und trotzdem ist es zu großen Ausbrüchen gekommen. Und heute haben wir Alltagsmasken und wir sagen, naja, es geht ja gut. Aber in Wirklichkeit wissen wir nicht, ob es deswegen gut geht, weil wir Alltagsmasken tragen oder weil wir bestimmte Geschäfte jetzt doch wieder geöffnet haben und deren Belüftungskonzept und Hygienekonzept doch so gut ist. Oder ob es einfach daran liegt, dass nun mal wenig eingetragen wird, weil nun mal wenig da ist an Infektionslast. Wir empfehlen nicht die Nutzung von Desinfektionsmitteln im allgemeinen Alltagsleben, auch in dieser jetzigen Situation nicht. Und wir empfehlen ebenfalls nicht die Nutzung von Gesichtsmasken oder Mund-Nasen-Schutz in der allgemeinen Öffentlichkeit und im Alltagsleben. In der Mehrheit der Fälle verläuft die Erkrankung eben mild und ist in etwa 80% bis 85% und ist dann nach 10 bis 14 Tagen überstanden. Infektionsgeschehen ist sogar deutlich milder, als wir es bei der Grippe sehen. Diese Erkrankung ist eine milde Erkrankung. Das ist eine Erkältung in erster Linie, eine Erkältung, die mehr so die unteren Atemwege betrifft. Und die ist im Prinzip für den Einzelnen gar kein Problem. Also wenn ich eine Erkältung kriege, dann werde ich das nicht nur überleben, sondern ich werde im Normalfall sogar relativ wenig davon merken. Es kann schlimm werden. Es wird schlimm werden. Und es wird bald die Situation kommen, dass jeder irgendjemanden kennt, der aufgrund des Coronavirus gestorben ist. Ich möchte allen raten, verlässliche Informationen zu suchen. Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen. Ja, die müssen also der Standard sein. Die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Das ist die Grundregel. Die dürfte und sollte niemand mehr in Frage stellen. Das sollten wir einfach so tun. Nie hinterfragt werden. Nie hinterfragt werden. Nie hinterfragt werden. Verlassen Sie sich nicht auf irgendwelche Professoren oder Doktoren, die nur weil sie Mediziner sind, für sich beanspruchen, Ahnung von diesen Dingen haben. Die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Umgebung jemand infiziert. Aber ich könnte die Maske aufsetzen. Damit hält man das nicht auf. Also damit hält man das nicht auf. Können wir nochmal separat drüber reden, aber die technischen Daten dazu sind nicht gut. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht nachher durch zu umfangreiches Testen, klingt jetzt total, muss erstmal immer um zwei Ecken denken, durch zu umfangreiches Testen zu viel Falsch-Positive haben. Weil die Tests ja nicht 100% genau sind, sondern auch eine kleine, aber eben auch eine Fehlerquote haben. Und wenn sozusagen insgesamt das Infektionsgeschehen immer weiter runtergeht und Sie gleichzeitig das Testen auf Millionen ausweiten, dann haben Sie auf einmal viel mehr Falsch-Positive als tatsächlich Positive. Wir haben die Testkapazität enorm erhöht. Mehr Testen, mehr Maske, weniger Alkohol und weniger Partys. Glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen. Wir werden den zu entwickelnden Impfstoff letztendlich 7 Milliarden Menschen verabreichen. Das sollten wir einfach so tun. Wir dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Es wird nicht so wie früher, solange wir keinen Impfstoff und kein Medikament haben. Es gibt ein Gerücht, dass es einen Impfzwang geben wird. Können Sie das bestätigen oder verneinen Sie das? Ich habe immer gesagt, es gibt eine hohe Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, sich gerade beim Thema Coronavirus impfen zu lassen. Das spüre ich in jeder Debatte. Und wo die Freiwilligkeit zum Ergebnis führt, da braucht es keine Pflicht. Aber wenn also die Freiwilligkeit gering ist, wird Debatte es auch keinen Zwang geben? Es braucht keinen Zwang, da bin ich fest von überzeugt. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Weil nach allem, was ich wahrnehme, es eine hohe Bereitschaft gibt, sich impfen zu lassen. In Deutschland gibt es keine Übersterblichkeit, das heißt verkürzt, es sterben nicht mehr Menschen als in jedem normalen Jahr ohne Corona. Denn es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Heißt das denn, dass die Lobby wirklich so stark war, dann die Pharma-Lobby gegen die Politik und sie quasi dann da zurückziehen mussten? Ja, das ist so seit 30 Jahren bis zur Stunde. Dass sinnvolle
strukturelle Veränderungen auch im Sinne von mehr sozialer Marktwirtschaft im deutschen Gesundheitswesen nicht möglich sind wegen des Widerstandes der Lobbyverbände. Ich kann Ihnen nur beschreiben, dass es so ist und dass es so abläuft, und zwar sehr wirksam. Aber es kann ja nicht sein, dass die Industrie stärker ist als die Politik. Also letzten Endes muss es doch heißen, die Politik muss sagen, nein, so geht's nicht. Ja, ich kann Ihnen nicht widersprechen. Wir werden den zu entwickelnden Impfstoff letztendlich 7 Milliarden Menschen verabreichen. Das sollten wir einfach so tun. Da muss man erstmal durchatmen. Also ich muss auch sagen, ich kenne, und Mike kennt es ja auch, aber in diesem Zusammenschnitt, in dieser geballten Form, wir haben uns das nochmal angeschaut natürlich, also wir sind beide dann auch, haben auch herzlich gelacht, wobei natürlich da immer so ein Gefühl von einem, es bleibt auch ein bisschen im Halse stecken, ja, also nicht ein ganz befreites Lachen, leider Gottes. Aber wie Mike schon sagt, und das können wir immer wieder, und müssen wir immer wieder unterstreichen, jeder sollte sich da selber seinen Reim drauf machen. Ja. Ja. Also klar, wenn man es in der komprimierten Form sieht, wird das ja noch deutlicher, oder es sollte noch deutlicher werden. Das sind ja Zusammenschnitte, die sich im Zeitrahmen einer gewissen Zeit hintereinander, nacheinander ergeben haben, diese Aussagen. Und dann mag das bei dem einen oder anderen dann versickern, ja, was da gesagt wurde. Aber wenn man es in der komprimierten Art und Weise jetzt nochmal zusammenfügt, da bin ich guter Dinge, dass der eine oder andere vielleicht doch jetzt anfängt zu sagen, da stimmt etwas nicht. Ja, hier läuft ein Programm draußen, wo etwas hinterstecken muss, was man vielleicht noch nicht im Ganzen erfasst, aber es macht nicht nur Skepsis, sondern es führt dazu, dass man sagt, ich kann diesem System nicht mehr trauen, der Politik und dem System. Es ist so offensichtlich, ich kann es nur wiederholen, es sind ausschließlich Aussagen oder Aufnahmen aus dem Mainstream. Genau. Der für Leute, die den Mainstream konsumieren, gedacht ist. Genau. Ja, vielleicht können wir noch mal an der Stelle darauf eingehen, dass wir sagen, da wird also versucht, den Menschen klarzumachen, wie gefährlich eine Situation ist und dass sie enorme Einschränkungen in Kauf nehmen sollten. So, ich biete jetzt mal an, sich Folgendes vorzustellen. Nehmen wir mal an, da steckt ein Plan hinter. Und der Plan ist der, dass wir sagen, es gibt eine Wirtschaftslobby, die nicht zu verleugnen ist, die übrigens auch in dem Video erwähnt wird, die Interessen hat, ihre Ziele durchzusetzen und nutzt die Politik genau dafür, ihre Interessen durchzusetzen. Und da ist ein Aspekt der, dass die großen Konzerne natürlich ihre Macht erhalten und ausdehnen wollen. Und wer da störend ist, ist der Mittelstand. Also all die kleinen mittelständischen Unternehmen sollten mehr oder weniger verschwinden, damit die Großkonzerne mehr und mehr ihre Macht ausbauen können. Das haben sie ja in den Jahrzehnten jetzt rückwärts getan. Wenn du richtig siehst, Märkte in dem Sinne oder kleine Lebensmittelgeschäfte gibt es so gut wie gar nicht mehr, sondern nur noch Supermärkte. 3, 4 Lebensmittelkonzerne? Genau, ja. Die dann auch wieder verdeckt durch andere Holdings dahinter einer Gruppierung gehört. Also ist das schon sehr augenscheinlich. Ein anderer Aspekt ist der, dass wir auch parallel sehen können, dass die sogenannten Märkte, in Anführungszeichen, also die Börsen der Welt, alle nach oben zeigen. Also die Daten, die wir hier täglich sehen, passen überhaupt nicht zu dem, was wir in der Wirtschaft erleben. Also muss da auch etwas stattfinden, was wir als normaler Durchschnittsmensch nicht richtig nachvollziehen können. Weil normalerweise müssten ja jetzt in der wirtschaftlichen Situation die Aktien erstmal ins Rauscheln kommen. Richtig, ja, runtergehen. Zumindest bei der einen oder anderen Firma, aber es scheint ja genau das Gegenteil zu sein. Also die Pharma, die Big Tech-Konzerne scheinen dadurch sich noch mehr zu stabilisieren. Das sollte man auch im Hinterkopf behalten. So, jetzt haben wir also eine Basis von
Gruppierung von Menschen, die Interesse haben, dass genau das passiert, was passiert. Die Lockdowns sind also notwendig. Wie kriege ich einen Lockdown hin? Indem ich den Menschen klar mache, wir haben eine gefährliche Krankheit und aus dem Grunde müssen die Läden geschlossen werden. Das ist der erste wesentliche Aspekt. Ja? Den sollte man begreifen, dass das Sinn macht. Jetzt ist jeder gefragt, sich zu überlegen, naja, gibt es einen anderen Sinn, der auch Sinn macht, wo ich sage, ja, das ist der Grund. Ich habe keinen gefunden, vielleicht finde ich ja ein anderer, aber wir regen ja hier an. So, meine Überzeugung für mich persönlich ist, dass das sinnvoll ist für die, die uns in die Situation bringen wollen. Darüber hinaus ist das Impfen ja jetzt erkanntermaßen, zumindest in der einen Variante, scheinbar gefährlich für den Menschen. Das sollten wir uns also auch überlegen. Ja? Wenn wir Impfstoffe zu uns nehmen, die uns eigentlich helfen sollen, die dann aber dazu führen, dass wir eventuell dadurch erst recht erkranken oder noch schlimmer erkranken. Da wird also in Kauf genommen von der Politik, obwohl diese Krankheit nicht die Wirkung hat, die wir ja gerade schon besprochen haben, dass Impfstoffe, die normalerweise über Zeiträume von 5, 6 bis 7 Jahren und länger erstmal erprobt werden, um dann festzustellen, ob dieser Impfstoff nicht vielleicht die eine oder andere Gefahr birgt. Da wird also in Windeseile oder nicht nur ein, sondern mehrere Impfstoffe erstellt, die dann in die Bevölkerung geführt oder präsentiert werden und damit letztlich jeder, der sich impfen lässt, zu einem Probanden wird. Also zu jemandem, an dem man testet. Teil eines Experiments. Man kann sagen, es ist ein Experiment. Also wie kann es sein, dass man bei einer angeblichen Krankheit, die so explizit sein soll, feststellt, dass die Sterberate so extrem niedrig ist, niedriger als Jahre zuvor, man im Kauf nimmt, den Lockdown herzustellen, damit, wodurch besser gesagt, die Wirtschaft extrem geschwächt, teilweise sogar vernichtet wird und gleichzeitig einen Impfstoff in die Welt trägt, wo die Menschen sehr unsicher sein müssen, ob er überhaupt die Wirkung hat, beziehungsweise ob er nicht sogar schädlich ist, was sich jetzt in der einen Variante ja sogar herausgestellt hat. Wenn man das jetzt zusammenfügt und jetzt nochmal überlegt, dass andere davon profitieren, dann erkennt man doch, dass hier etwas geschieht, was den Menschen nicht zum Wohle dient. Nicht in seinem Interesse. Das heißt, die Volksvertreter, die diese Maßnahme tragen, und das kannst du durch alle Parteien sehen, führen eine Agenda durch, die nicht dem Volke dient. Sowohl in der Form der wirtschaftlichen Situation als auch in der physisch-körperlichen, nämlich der Gesunden. Oder in der Art der Gesundung des Menschen, genau. Dass da kein wirkliches Interesse besteht, den Menschen gesund zu halten. So, was würde also passieren, wenn der Mittelstand sich immer mehr verringert aus finanzieller Sicht und gleichzeitig Menschen reduzieren, weil durch die Impfung erst tatsächliche Schäden entstehen? Wie weit die noch gehen, kann ja im Moment keiner vorhersehen. Es gibt ja keine Studien. Nee, das ist ja gerade mal 2 Monate her, als es begonnen hat mit der Impfung. Genau, und da kann sich jetzt auch jeder erkundigen. Es gibt übrigens keine Aktenlage. Damit meine ich, es gibt über die gesamte Herkunft der Krankheit und die Maßnahmen, die dort ergriffen werden, um gegenzuwirken, gibt es in der Politik bis zum heutigen Tage keine Akten. Und das in Deutschland, wo es zu jedem Vorgang... Es müsste bei so einer gravierenden Sache, wo also Dinge initiiert werden wie ein Lockdown, Wahnsinn, und Impfvorgänge in die Welt geleitet werden, wo man nicht weiß, was das für Schäden noch hervorruft, gibt es keine Aktenlage, die im Nachhinein sichtbar ist. Was verstehen wir denn unter Aktenlage? Das heißt, detaillierte Begründungen, warum der eine oder andere etwas anordnet.
wer etwas angeordnet hat, wann er etwas angeordnet hat. Mit welcher Legitimation? Mit welcher Legitimation er etwas angeordnet hat, auf welche Beratung hin er etwas angeordnet hat, wer der Berater war, der etwas beraten hat oder einen Ratschlag gegeben hat. Auf welcher Diskussionsgrundlage oder Begründungsgrundlage? Alles das. Auf welchen Fakten? Alles das und darüber hinaus. Das waren jetzt nur Beispiele. Mhm. Muss es normalerweise eine Aktenlage geben, mhm, die nachvollziehbar ist. Mhm. Die gibt es nicht. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum gibt es diese Aktenlage nicht? Eine Aktenlage würde Sinn machen, weil man dann nachvollziehen kann, hat da jemand richtig oder falsch gehandelt. Mhm. Wenn du keine Aktenlage hast, hast du auch keinen Schuldigen. Kannst du niemanden wirklich konkret belangen. Genau so ist es. Schaut es euch an, liebe Leute. Das ist immer wieder unsere Aufforderung, unsere Motivation für euch quasi. Es ist nicht so, dass wir bedingungslosen Gehorsam fordern, also wirklich nicht, sondern ganz im Gegenteil. Da gibt es andere, die das für uns machen, das müssen wir nicht. Jeder ist frei, sich das anzuschauen und für sich zu entscheiden, sehe ich das hier, ist das hier logisch für mich oder ist das hier Quatsch, was wir da erzählen? Genau, also ich hoffe ja, dass der eine oder andere damit was anfangen kann, weil als Message möchte ich nochmal mit auf die Reise geben, dass wir nur eine Chance haben, in dieser Welt ein vernünftiges Leben zu führen, wenn jeder von uns in der Lage ist, sich der Dinge bewusst zu werden, die da draußen passieren. Sich bewusst zu werden, ob er einen Volksvertreter hat, der ihn wirklich vertritt und in seinem Interesse die Dinge vollzieht. An der Stelle sei noch mal bemerkt, dass jeder Volksvertreter, den wir als Politiker bezeichnen, nicht der Staat ist, sondern der Staat sind die Menschen, die in diesem Land leben. Das macht den Staat aus. Und es gibt keinen Politiker, der für uns Geld verdient, das er selbst verdient und uns damit Gutes tut, sondern jeder Politiker verdient sein Geld durch uns. Jeder Mensch, der in diesem Land Steuern zahlt, zahlt dieses Geld den Politikern. Und die Politiker entscheiden, was sie mit diesem Geld machen. Daraus werden ihre Diäten gezahlt und alle Maßnahmen, die die Politik selber, sprich die Politiker, entscheiden umzusetzen, werden aus diesem finanziellen Topf bezahlt. Jeder Steuerzahler ist derjenige, der das Geld zur Verfügung stellt, kein anderer. Ja. Das heißt also auch, dass jede Maßnahme, die die Regierung uns erklärtermaßen zur Verfügung stellt, in Form von einer Wohltätigkeit, die sie so titulieren können, also eine kostenlose Impfung, kostenloser Test, eine andere Art und Weise, Geld in die Bevölkerung zu bringen, bedeutet immer nur, dass wir unser Geld zurückbekommen. Die Impfungen werden bezahlt von uns, nie von den Politikern. Also, das sollte uns klar werden, dass wir das Souverän sein sollten und die Politiker unsere Vertreter. Und wenn sie uns nicht vertreten, dann hätten sie auch kein Anrecht darauf, Geld zu bekommen. Also, eine Regierung, Politiker, die nicht im Sinne der Bevölkerung handeln, als Volksvertreter, haben auch kein Anrecht, ganz genau, von uns Geld zu bekommen. Das heißt, Steuern. Sie haben kein Recht, Steuern zu fordern. Wofür? Ja. Das sollten wir uns überlegen. Das nochmal zum Abschluss. Alles klar. Mike, vielen Dank. Liebe Zuschauer. Ich danke dir. Servus. Bis zum nächsten Mal.